Wir stellen euch das Minimal- und Maximalprinzip vor. Zuerst das Minimalprinzip. Minimal ist, wenn man für ein bestimmtes Produkt möglichst wenig Geld ausgeben möchte. Dieses Mädchen heißt Yen. Sie hat zu ihrem Geburtstag Geldgeschenke bekommen. Sie denkt nach. Sie will ein Handy für möglichst wenig Geld kaufen. Jetzt kommt das Maximalprinzip. Beim Maximalprinzip versucht man mit einer vorgegebenen Geldsumme möglichst viel zu kaufen. Dieser Junge heißt Dollar. Er hatte auch Geburtstag. Er hatte eine bestimmte Menge an Geld und möchte sich für sein Geld möglichst viel kaufen. Er möchte ein Handy, ein Fahrrad und Essen kaufen. Das war unser Film zum Minimal- und Maximalprinzip. Wir hoffen, es hat euch gefallen.